Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich muss leise reden, weil alle Kinder schlafen. Wir haben alle drei kleine Kinder dabei. Wir sind nämlich auf dem Weg, vielleicht seht ihr das da hinten, die Hunde in die Tierpension zu fahren. Es ist heute Samstag und morgen geht's in der Früh in den Urlaub. Aber vorher müssen wir natürlich unsere 5 Hunde in die Tierpension fahren. Das machen wir gerade. Da drinnen, da hinten sind sie alle und wir wollen sie nicht stören. Die sind nämlich gerade alle ruhig und schlafen. Es ist im Auto richtig kühl, aber war die Klimaanlage an. Also das heißt, für die Hunde ist das richtig bequem. Also von der Temperatur her. Mir ist ein bisschen kalt, aber egal. Hauptsache den Hunden geht's gut. Und wir sind gleich da und dann nehme ich euch mit und dann zeige ich euch, wo unsere Hunde Urlaub machen werden, nämlich in der schönen Steiermark. So, wir sind jetzt im Hundeparadies angekommen. Schaut euch mal das hier an. Ich zeige euch mal die Baumaus. Da nämlich, schaut mal, da gibt es nämlich schon Hunde. Und das ist alles hier für die Hunde. Ist das nicht cool? Schaut mal. Hallo mein Schatz. Und da hinten sind noch Welpen. Ja, du bist eine brave Maus, gell? Schaut mal, wie schön. Da hinten sind noch so süße Welpen. Ich glaube, die wären sogar noch zum Vergeben. Ja, Puppe, ja. Und das hier alles, da können die Hunde überall hin. Ich gehe mal da kurz nach, weil die sind da alle schon raufgegangen. Mit alle meine ich natürlich unsere 5 Hunde und Papa und die Mädels. Ups. Wo seid ihr? Oh mein Gott, das ist riesig. Schaut euch das an, wie riesig das ist. Das hier und das hier und da unten. Oh, oh mein Gott. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in Hundekacke steige. Wow, das ist ja riesig. Schaut euch mal an, die anderen Welpen sind jetzt auch bei uns zum Kennenlernen. Au! Sophie, was ist es? Sophie ist richtig unruhig. Das ist nicht dein Ernst, gell? Das ist ein Spaß. Du bist so ein Sonnenhund, du bist so ein Sonnenhund. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bist du ein Bub oder ein Mädchen? Was bist du? Ah, du bist ein Bub. Ein schöner Bub. So schön. Du bist ja nicht laufen immer. Ja? Bella, so da oben. Plötzlich ist sie größer und daneben schlafen unsere, oder? Beide. In beide? Ja. Schaut mal. Das ist uns. Wow. Guck mal, das Spielzeug auch drauf. Es hat das Spielzeug reingemacht. Oh, ja, und das Tor zum Raus. Aber das die mit der Türklappe, das ist. So bräuchten wir eigentlich auch, oder? Wow. Wie cool. Oh, wow. Unglaublich. Wir sind wieder zu Hause und ich muss das hier machen. Also ich muss noch packen. Ich habe noch nichts gepackt und es ist aktuell irgendwas 0.40 Uhr. Also ja, ihr werdet dieses Video mit dem Packen wahrscheinlich schon gesehen haben, weil ich habe es vor dem Ganzen hier abgeloadet. Vielleicht. Ich spreche mal so, als wenn es so wäre. Deswegen würde ich mal sagen, ich fange gleich an, weil wie ihr seht, ist es viel zu tun. Und ich zeige euch, was der Papa macht. Und ja, das machen wir so um diese Uhrzeit. Also der Papa hat noch Hackfleischbällchen gebraten und jetzt Schnitzel mit Patrick. Und? Müde. Okay. Das heißt, sie nennt noch die Lunchpakete vorbereitet. Ich mache gleich dieses Packen und die Videos, das Video. Und wir sehen uns morgen in der Früh. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, heute ist Sonntagmorgen. Es ist jetzt aktuell schon 6 Uhr und wir sind alle gerade erst losgefahren. Hier sind die Kinder hinten, also Michelle und Lara. Hier ist die kleine Lisa. Der kleine Philipp schläft noch. Das zeige ich euch dann später. Der Patrick sitzt vorne und der Papa fährt. Wir müssen jetzt als erstes mal testen gehen, weil
wir das irgendwie versäumt haben. Wir haben gedacht, es reicht nur unsere erste Impfung, aber scheinbar braucht man die Vollimpfung, also die zweite auch, und die haben wir ja nicht, deswegen müssen wir jetzt nochmal testen gehen. Michelle und Lara haben schon getestet gestern und jetzt machen nur mein Patrick, Papa und ich, und dann fahren wir nach Italien. Erste Station haben wir erreicht, wir müssen jetzt hier Covid-19-Test. Seht ihr das? Und ja, müssen wir gleich hin. Wir noch warten, bis es öffnet. Und wisst ihr was? Mein Akku, der ist kaputt, glaube ich. Perfekt jetzt für den Urlaub, für die Urlaubsvlogs. Aber ich schau mal, ob ich ihn irgendwie retten kann. Ich habe mir da so mein Ladegerät mal angesteckt und werde jetzt das Kabel, also den Akku mal anstecken und hoffen, dass er sich auflädt. Wenn nicht, müssen wir in Italien beim Media World stehen bleiben. Ja. Wir machen gerade unsere, nicht unsere erste Pause, wir haben schon mehrere Pausen gemacht, aber es ist die erste, wo ich mitvlogge. Der Kleine hat sich nämlich voll angemacht, also nicht nur ein bisschen, sondern eine richtig volle Windel war das jetzt, gell? Muss ich ihn sogar umziehen. Mein Papa hat mit mir geschimpft, weil ich musste da in diesen Sachen herumwürdeln und der Papa mag das gar nicht, wenn er die Dachbox aufmachen muss. Oder, Papa? Was soll die Scheiße? Immer nur am Schimpfen. Drauf, dass du eigentlich hier vielleicht gehe ich trotzdem noch mal aufs Klo auch. Na, bitte nicht jetzt. Lass uns 2 Kilometer fahren. Immer nur am Meckern. Wer nimmt den Kleinen kurz? Ich muss nach hinten. Wir da bleiben, Kinder. Nicht auf die Straße gehen. Wartet. So, warte, nimm den Kleinen. Stell kurz aus. Komm. Und du gibst ihm einfach. So. So, wir sind jetzt auf der Weiterfahrt und Lisa beschäftigt sich so schön hier. Und jetzt gehen wir zum Strand. Jetzt fahren wir zum Strand, richtig. Das dauert zwar noch ein bisschen. Wir fahren auf Urlaub. Wir fahren auf Urlaub. Ist das lustig mit diesem Ploppit? Ja? Die Lara schaut hinten. Schaust du Pepper Woods? Ja. Achso, Michelle hat den Kleinen auf ihren iPad so irgendwas runtergeladen von Netflix, so eine Kinderserie. Und der Kleine sucht euch, schaut die ganze Zeit nach der Kamera. Ja? Hi? Ja, und ich schneide am Video, Kofferbacken-Video schneide ich gerade. Ist eigentlich alles entspannt. Papa und Patrick sind vorne. Und ich bin mit der Rasselbande da hinten. Ja, mein Sinn. Die Mama ist bei mir. Die Mama ist bei dir. Was ist das? Das hat man zu einem Spiel gehört von dir. Such was aus. Mhm. Mama, was such aus? Das. Ja. Hey ihr Lieben. Das ist wieder eine ziemlich längere Zeit verstrichen. Wir sind schon in Italien. Wir wurden gar nicht kontrolliert bezüglich Corona-Test oder geimpft oder was weiß ich. Also da war niemand da. Also beim Zoll oder so war sowieso nichts los. Wir sind einfach reingefahren. Ja, und jetzt machen wir eine kleine Pause mal wieder. Und es sind alle Pipi. Also alle, nur wir drei sind im Auto. Die Lisa musste jetzt nicht und ich auch nicht. Und jetzt habe ich den Kleinen auch wieder rausgeholt. Ich mache das jetzt jeder. Also ich mache das bei jedem Stopp, den wir machen. Ja, er hat nämlich bis jetzt auch vorhin geschlafen und ist vorhin erst aufgewacht. Ich will deinen Finger beißen. Er ist ziemlich brav bei der Autofahrt. Schläft. Die Luisa hat auch geschlafen oder gespielt. Gell, Luisa, bist du ein braves Mädchen? Wir haben, glaube ich, noch circa 4 Stunden oder so. Ich bin mir jetzt aktuell nicht so sicher, aber ich glaube 4 Stunden. Wir sind gerade auf so einer Raststation. Du musst dich zudecken, es ist gerade aber heiß, Schatzi. Weil wenn das Auto stehen bleibt, die Klima nicht läuft, dann ist es schon heiß im Auto. Wenn wir dann fahren, ist den Kleinen kalt und dann müssen sie sich zudecken. Dann bin ich mir auch so zudecken. Aber jetzt ist es warm, jetzt sieht man die Decke nicht drauf. Nachher dann. Ne? Ich bin so müde. Ich habe, glaube ich, nur
2 Stunden geschlafen. Ich bin irgendwas mit 2.30 Uhr ins Bett gegangen, bis ich dann eingeschlafen bin und dann um 4.50 Uhr oder so hat mich der Papa geweckt. Wir melden uns dann später wieder, hoffentlich vom Meer direkt. Mal schauen, wie lange, wie die Fahrt noch wird. Ich bin so müde, ich würde so gerne schlafen. Und so geht's mir aktuell. Aber beim Schlafen ist nicht. Weil entweder ist sie wach oder er. Das ist oder beide zusammen. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Unglaublich. Es ist jetzt, wie viele Stunden sind wir jetzt gefahren? Von 6 Uhr sind wir, also 6 Uhr sind wir ungefähr losgefahren. Es ist 16.32 Uhr. Also 10,5 Stunden. Wow. Oh mein Gott, schaut mal. Oh mein Gott, schaut mal. Wow. Siehst du das Meer? Siehst du das Meer? Ja. Das ist toll. Ganz viele Leute. Oh. Ulala. 700 Meter. Ist das gelbe da? Welches? Das da hier? Ah, das ist jetzt so ein Zinkertür. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Du warst in dieser Bar. Das ist orange, ne? Auf jeden Fall sehr schön hier. Sehr belebt, oder? Ja. Schaut schön aus. Viel Eisgeschäfte. Aber verhungern werden wir, glaube ich, hier nicht. Nein, definitiv nicht. Sogar Apotheke, Pharmacia, Igea. Irgendwie ein gelbes Haus ist es, aber ich weiß nicht. Es ist quadratisch ohne Dach, oder? So, wir sind jetzt in unserem Apartment und wir haben einen mega geilen Ausblick. Ich zeige es euch. Moment. So. Wir stehen in unserem Balkon und ich drehe um. Oh, bitte, wie schön, schaut mal. Mit Blick aufs Meer. Ich hab was ist das da? Hast du das getwittert? This is my view. Schön, oder? Schau mal mich an. Okay, zeig euch mal das Zimmer. Also, das Apartment. Das ist echt winzig. Also. Ja, also. Richtig winzig. Hier ist ein Doppelbett. Schlafen wir hier, Schatzi? Mein Mann hört mir nicht zu. Das ist ein Fernseher. Ja. Guck mal, da ist die Dusche. Okay. Italienische Standard halt. Das ist durch. Okay. Lara, dir wehgetan? Müsstest du das Klo niederreißen hier, oder? Michelle, bitte. Ist schon gut. Das ist unser Schrank. Aha, ich glaube, das ist das, wie sagt man, Familien, das Doppelbett. Ich schlafe hier. Hä? Geht das nicht hoch? Bett ist schon ganz gemütlich. Hä? Du schläfst oben? Lara, weiß doch gar nicht, wie wir das aufteilen sollen. Lara schläft da unten. Hi! Und du schläfst hier? Schatzi, wie machen wir das? Komm her mal. Wie schlafen wir? Das sind 2 Balkons. Ey, 2 Balkons. Wirklich? Sind die nicht verbunden? Geh weg. Hey, Patrick, servus. Buongiorno. Mir ist richtig schwindelig, wenn ich da runter schaue. Schau, das erste Ding wäre noch frei. Ich habe auch wieder mir wirklich Balkon. Ich zeige euch noch mal so ein bisschen das Zimmer. Lara und Luisa! Da bleiben! Wir haben ein bisschen Stress mit dem Balkon. Schafft die Luisa. Auf jeden Fall, das ist unser Schlafzimmer. Wir haben jetzt beschlossen, dass der Patrick da oben schläft, die Luisa da unten. Und ich und Michelle da! Und die Michelle und die Lara schlafen dann da. Ja, das ist die Küche, die wir dabei haben. Wir werden ja eh nicht kochen, großer Ding. Das ist der große Fernseher. Oh mein Gott, der ist groß, oder? Nein, der ist sehr mini. Der ist sehr mini. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Schrank. Der ist auch groß, Scherz. Aber wir brauchen nichts, großer Ding. Wir haben ja da diese Organizer, die werden wieder reinstellen. Wir werden da jetzt nichts ausräumen, weil da ist ein bisschen staubig. Habe ich schon die Probe gemacht. Seht ihr? Das ist schon staubig.
Hey Kinder, was ist jetzt? Wieso? Bist du leicht überdreht? Aufhören, aufhören, aufhören. Bis ihr euch verletzt. Also das Ganze hier, ich habe jetzt vorhin gezahlt für eine Woche, so von Sonntag auf Sonntag, da haben wir jetzt 1300 gezahlt. Mit Parken. Fürs Parken habe ich 8 Euro pro Tag gezahlt. 1300, ich denke, das ist okay. Es ist okay für so viele Familien, also für die ganzen Leute, die wir sind. Wir hätten auch irgendwo ein Hotel nehmen können, hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgemacht, weil wir dann 2 Zimmer hätten nehmen müssen, aber das finde ich gut. Ja. So schön. Es ist so, durch das Meer spürt man so eine Brise reinkommen. Stellt es gleich in den Schrank, Kinder. Luisa, Lara, da bleiben. Okay. Es windet. Wir sind jetzt schon runter zu unseren Liegen. Wir haben jetzt Liegen gebucht für die Woche. Wir haben jetzt mal hier da in der dritten Reihe was genommen und morgen bekommen wir was in der ersten Reihe. Schaut mal, da drüben dann. Und ja, jetzt wollen alle natürlich ins Wasser. Der Patrick fängt schon an, ja. Aber so ein schöner Strand, oder? Sand, oder? Das ist so schön! Unglaublich, dass auf diesen Moment haben wir schon sehr lange Zeit gewartet. Ich bin mir ein bisschen nackt, aber. Hey! Ihr habt mich schon lange nicht mehr so nackt gesehen, gell? Vor 2 Jahren. Ist das alles normal. Urlaub. Aber ich werde mir 2 Muscheln aus dem Wasser holen und dann die Brustnippel abdecken. So wie Meerjungfrau, gell? Ja. Schaut mal, wie weit die Kinder sind. Ja, ja. Also, Bellaria ist eigentlich bekannt für diese, für den Strand und für das Wasser, das sehr weit und sehr niedrig, dass das Wasser sehr niedrig ist. Genau, das heißt, das Wasser ist auch sehr warm, weil es durch das Niedrige sehr schnell warm wird. Also sehr gut warm wird. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder im Zimmer geduscht und, also wir sind im Zimmer und wir sind geduscht. Und wir werden jetzt ein bisschen die Stadt erkunden, besser gesagt dieses Gebiet hier. Wir werden was essen gehen, wir sind mega hungrig und ja, werden uns aber auch vom Vlog verabschieden. Wir werden euch morgen wieder mitnehmen, so gleich ab morgen früh. Und jetzt genießen wir es ein bisschen für uns die Zeit und wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Tschüss! Ja.